Hallo und willkommen zu einem neuen Mini-Video, ja, Review. Und zwar ein Trödelfurt. In Klammern steht extra kein Transformer. Ja, es ist kein Transformer. Kommen wir einfach mal gleich dazu. Was haben wir hier? Wie man an der Form eigentlich sieht, ist das ein Kinderspielzeug, weil so schön knubbelig und rund. Man sieht vorne Taxi. Es ist ein Reiten. Auto, Taxi. Sieht wie gesagt sehr cool aus. Also ich finde diese Form sehr sehr witzig. Dieses ja übertrieben zusammengedrückte Knuffier, das hat irgendwas. Es sieht schon schön bekloppt aus. So zu den Rädern, ja, sie drehen sich. Die Qualität ist eigentlich echt anständig. Alles dran. Hier sieht man, ja, ein bisschen Plastik gespart. Okay. Ja, ich habe gesagt, das ist kein Transformer. Stimmt auch. Aber ich würde euch natürlich nicht zeigen, wenn es nur so ein stinknormales 0815 Auto wäre. Ich glaube, dann wäre es zu langweilig. Es hat irgendwas. Es hat schon was. Es kann sich verwandeln. Und das ist ziemlich bekloppt eigentlich. Ja. So. Und zwar, man stellt es auf. Klappt die Seiten auf, klappt das hier vorne auf, klappt hier noch eine Treppe runter. Tada, fertig. Jetzt zeige ich euch das mal ein bisschen näher, was das genau ist. Es ist ein Taxistand. Also, das ist schon so bekloppt, dass das eigentlich wieder genial ist. Ich zeige euch mal ein bisschen die Details. So. Hier sieht man eine Art Platine. Ich nehme an, eine Sprechanlage soll das sein. Dann kann man hier eben Taxi sehen, den Taxifahrer, also so Taxizentrale. Hier sieht man, eine Fa einfache Fahrt kostet 5 Euro, eine Rundfahrt kostet 10 Euro. Ist ja halt ziemlich günstig. Hier sieht man Werkzeug, ja, sind alles Sticker, aber trotzdem ziemlich witzig gemacht. Und hier eben Taxi. Und wenn man das, achso, hier noch die Treppe. Hier kann man dann eben drauf gehen. Ist also so eine Art Mini-Spielstation, wenn man es so hinstellt. Sieht man halt so eine Art, ja, Mini-Station. Ich weiß gar nicht, wozu das eigentlich gehört. Was aber interessant ist, ist der Hersteller. Also, ich glaube nicht, dass man es jetzt, dass ich es abfilmen kann. Ich lese euch das einfach mal vor. Moment, ich muss selbst gucken. Und zwar der. Einmal ist das Blue Box. Für den ist es hergestellt worden. Das ist jetzt mir persönlich unbekannt und auch eigentlich uninteressant. Viel wichtiger ist, irgendwo stand es noch, Moment, ich muss es selbst suchen. Nämlich Takara. Dass eben auch noch Takara die Rechte dran hat, was ich sehr interessant finde. Genau da. Bei Takara Collections, irgendwie Japan. Es ist ja interessant, dass es wieder von Takara kommt. Ich weiß gar nicht, wie weit Takara da wieder die Finger drin hat. Falls ihr jetzt gerade nicht wisst, wer Takara ist oder so, ich sag mal so. Takara stellt die Transformer her. Also in Japan. Und die werden dann von Hasbro übernommen und dann meist neu produziert oder eben im Auftrage von Hasbro. Also Takara und Hasbro sind immer, sagen wir mal, Unterschiede. Aber im Prinzip ist Takara der. Ja, japanische Hersteller von Transformern. Dadurch ist die Verbindung so gesehen vorhanden. Fand ich sehr witzig. Also, ich hatte das Ding in der Hand, klappte das auf und fand so den Gag schon geil, dass es sich hier in so einer Taxistation verwandelt. Und dann hatte ich noch geguckt, welcher Hersteller und so und sah dann noch Takara, musste ich schmunzeln. Irgendwie sehr bekloppt hat was. Ja, ein ziemlich kurzes Review. Über das Teil groß kann ich euch sonst nichts sagen. Was halt klar ist, dass es extra hier für Europa eben viel mehr für Deutschland hergestellt wurde, weil einfache Fahrt in Deutsch halt lesbar und mit dem Euro ist halt extra hier für Deutschland hergestellt. Aber wie gesagt, so dieses ja, Umklappen, dieses Verwandeln fand ich schon irgendwie. Ist ein netter Gag bei dem Teil.
Ich hoffe, euch hat dieses kleine Review gefallen. Ich sage Tschüss, bis dann.